Ja, moin Leute, das waren 250 Kilo, das ist aber schon einiges her. Ich werde das Datum dann nochmal einblenden. Im Vincero Spa habe ich mein Probetraining gemacht. Also 250 Kilo Kreuzheben schaffe ich jetzt auch schon seit einiger Weile und bin ich ganz stolz drauf. Jetzt war ich heute auch mal wieder trainieren und habe Bankdrücken gemacht. Das ist jetzt Aufwärmen mit 110. Und was kann ich sagen? Mein Bein, das habt ihr, weiß ich nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, in den letzten Videos war ich ja ein bisschen besorgt. Das ist immer noch nicht hundertprozentig in Ordnung. Es ist, denke ich mal, jetzt schon deutlich besser geworden, aber ich warte lieber noch mal ein bisschen. Deswegen halt die ganze Zeit nur Bankdrücken. Aber das geht auch richtig voran, seitdem ich wieder meine Ernährung richtig tracke. Seht ihr hier 140 Kilo. Ich habe jetzt erst noch ein bisschen Angst gehabt, so wollte ich für 3 Wiederholungen machen. Und ist ein bisschen doof, da ist die Kamera, da ist der Bildschirm, wo ich das sehe. Aber ihr könnt es ja auch gleich sehen, 3 Wiederholungen haben geklappt. Und schauen wir mal. Sogar relativ schnell. Wollte ich jetzt euch auch erstmal sehen lassen. Relativ schnell, da bin ich. Also ich hätte wahrscheinlich sogar eine 4. geschafft. Vielleicht die 5. Ich weiß nicht genau. Die danach waren natürlich dann ein bisschen enger. Das ist immer so, im ersten Satz schafft man, geht es natürlich gerade bei so maximalen Gewichten deutlich besser. Da ist dann die dritte Rap. Da geht mein Arsch dann schon wieder ein bisschen hoch. Daran muss ich noch arbeiten. Das hatte ich eigentlich einigermaßen unter Kontrolle. Aber trotzdem bin ich richtig froh. 140 Kilo für 3 Wiederholungen. 3x3 habe ich dann gemacht. Und was soll man dazu sagen? Training geht halt weiter, falls ihr euch gefragt habt, wo ich bleibe. Und vielleicht mache ich demnächst noch ein paar mehr Videos. Es gibt so immer so Themen, wo ich so denke, ach, da habe ich eine klare Meinung zu. Sollte ich eigentlich, könnte ich vielleicht die Meinung mal teilen. Aber sonst ist halt auch immer aufwendig, Videos zu machen und so. Ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber es ist so. Und ich beneide auch, nein, ich beneide, ich wundere jeden anderen YouTuber, der auch so richtig, wo man an den Videos merkt, wie gut die Videos sind, dass da richtig viel Arbeit drin steckt, zum Beispiel Dena's Vlogs oder so. Die gucke ich mir gerne an und denke mir auch so, krass, also die sind echt gut gemacht und da steckt auch viel Arbeit rein, aber das nur so nebenbei. Also ich wollte euch dann auch zeigen, nach dem Training habe ich dann noch Klimmzüge gemacht und dann auch ein bisschen Seitheben. Das sieht man vielleicht auch noch, die Perspektive ist nicht ganz so geil gewählt. Habe ich auch ein bisschen, man sieht irgendwie voll, dass ich die Arme so richtig so anwinkel. Das sieht man aus der Frontperspektive aber nicht so krass. Aber ist ja wurscht. Also auf jeden Fall, das war jetzt ein sehr minimalistisches Training. Nur Bankdrücken, Klimmzüge und Seitheben. Also ich habe wirklich nicht mehr gemacht. Und aber es geht ja voran. Bankdrücken ordentlich, 140x3, da bin ich auch richtig stolz auf mich. Und dann noch der erste Satz so easy. Mal sehen, ich freue mich wieder darauf, dass ich irgendwann wieder Knie beugen kann. Hoffentlich habe ich nicht zu viel Kraft verloren. Ab und zu springe ich in die Beinpresse und da ist meine Kraft eigentlich noch relativ stabil, deswegen denke ich, dass es nicht allzu schlimm ist. Und ja, ich hoffe mal, man sieht sich dann irgendwann wieder, ne? Ciao!